Herzlich willkommen zu einem neuen Video bzw. zum zweiten Teil von der Firma MB Design. Erstmal vielen, vielen Dank für das positive Feedback. Ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wo wir diese Firmen in Deutschland ausgraben, wo viel, viel mehr Know-how hintersteckt, als man eigentlich denkt. Weil, glaubt mir, jeder, der jetzt bei dieser Firma hier vorbeifahren wird, wird niemals denken, dass das dahinter steckt, was eigentlich dahinter steckt. Im ersten Teil habt ihr schon gesehen, wie wir die Felge konstruiert haben, wie wir sie gefräst haben, beziehungsweise das habt ihr in einem kleinen Pörnchen gesehen. Und da steigen wir jetzt auch genau wieder ein. Jetzt in diesem Teil seht ihr Thema Lackierung, Thema TÜV-Prüfung und dann natürlich das große Finale. Wie sehen die Dinger auf dem Auto aus? Let's go. Wie viele Räder fräst ihr ungefähr pro Jahr? Kann man das sagen? Also, oder anders formuliert, läuft die durch? Ja, das auf jeden Fall. Aber wir produzieren auch vor. Also wenn natürlich jetzt kein Bedarf ist, wird einfach produziert. Ach, okay, wird schon. Und wir als Semi-Blank nennen wir das quasi fertiges Rad, hohe Einpresstiefe, kein Lochkreis, kein Mittelloch oder Kleinstmittelloch. Und dann können wir, wenn es dann Bedarf gibt, das Rad nehmen auf die andere Maschine oder andere zwei Maschinen, Rückseite bearbeiten, Lochkreis rein, fertig. Das heißt, dann ist ein Schmiedefräsrad innerhalb der Viertelstunde fertig. Wie macht ihr das logistisch? Weil muss ja irgendwie dann erfasst sein, dass ein Rad das als Rohlinger ist. Mit ist dass mit da alles, so, genau. Dass da ein halbfertiges Rad ist. Das heißt, du hast ein fertiges Rad, hat eine Stückliste. In der Stückliste sind drin die Bearbeitungsschritte, der Rohling, die notwendigen Teile, bei den Mehrteilen die Schrauben etc. Und jedes Stück in der Stückliste hat ja auch wieder einen Bestand. Das heißt, du siehst im Prinzip, das fertige mögliche Rad ist fertig an Lager produziert im Karton oder kann produziert werden aufgrund der Stücklisten Einzelteile. Das heißt, fehlt ein Teil in der Stückliste, kannst du natürlich das Produkt nicht produzieren. Und so ist das eigentlich genial, weil wir das auch im Online-Shop so zeigen. Das heißt, der Kunde sieht, okay, Lieferzeit 14 Tage oder 10 Tage, da hängt die Produktion gleich dran. Also die ganze Produktion, fräsen, bohren, lackieren, das ist alles mit in der Berechnung der Lagerbestandsampel drin. Also das ist schon eine geniale Sache eigentlich. Wo sind die ganzen Felgen hier? Das hat man jetzt völlig ignoriert beim Vorbeilaufen vorhin, da gehen wir gleich nochmal rein. Das ist dann so ein mehrstöckiges Lager mit Fördertechnik drin und da liegen die ganzen Teile, fertige wie auch Rohlinge drin. Wie viele Räder sind das so? 10.000, 12.000 Stück ungefähr gehen da rein. Ja. Sind wir noch gar nicht, wir sind vorhin vorbeigelaufen. Das können wir ein paar Autos ausstatten. Ja. Ja, wir haben ja noch ein paar. Ne? Genau. So, also Lackiererei gehen wir jetzt mal, würde ich sagen. Das heißt, das Rad kommt wirklich von der Fräse und direkt hier in Lackiererei? Oder was passiert als jetzt, erstes? Wenn es dann vier stückweise bestellte Räder sind, die jetzt neu gefräst werden oder gebohrt, es gibt ja auch Gussräder, die nur gebohrt werden, die kommen dann erst noch in die Entgradung, dann wird nochmal nach dem Bearbeiten entgradet und dann kommen sie hier in die Lackiererei für die Vorbehandlung, waschen, beizen, trocknen, trocknen, tempern, nenne ich es jetzt mal, das wird auch nochmal ein bisschen hochgetempert, dass da bei Gussräder die Lunke rausgehen und dann wird lackiert. Gucken wir uns jetzt mal an, das hier in dem es werden echt Bereich. Alle einmal vorgeheizt, damit alles aus dem Material rausgeht. Automatisch, ein Haftwassertrockner ist das, die werden ja gespült, also nass, gebeizt und abgespült mit VE-Wasser und das muss ja getrocknet werden. Das hast du ja dann wieder in den Ecken und so dann irgendwo Wasser drin stehen und deswegen, also du wäschst sie erst und dann heizst du sie erst und trocknest sie erst, so muss man sagen. Und wir haben aber festgestellt, wenn man das jetzt, wenn man weiß, mit welchen Temperaturen man arbeitet an allen Stellen, hast du ein besseres Ergebnis. Das heißt, wir tempern die hoch und haben dann andere Temperaturen im Lackierbereich wieder. Und wenn man da nicht aufpasst, also wenn das nicht passt, kannst du dir richtig Probleme ins Haus holen. Das haben wir, oder hatten wir auch schon, also wir haben das dann irgendwann ausgemerzt. Ja. Aber gehen wir mal gucken, würde ich sagen, oder? Okay. Aber sowas dann hier ist, das ist ein Gussrohling? Das ist ein Gussrohling, genau. Gussrohling, okay. Die dann nochmal gestrahlt werden anschließend? Die werden nur an der Oberfläche leicht mit einem speziellen Korund angestrahlt, um bessere Lackhaftung zu haben und ein homogeneres Bild auch bei der Oberfläche. Das war es beim Schmiederad der Form nicht. Aber das ist auch Schmiederad gefräst? Das ist Schmiedefräsrad, genau. Sehr aufwendig. Weil das wird man ja am Ende eigentlich fast gar nicht mehr sehen, ne? Also das ist dann ursprünglich mal ein schmiedegefrästes Rad war, wenn da jetzt Lack drüber kommt. Eigentlich sieht man es nicht, nee. Das heißt, das macht man nur, weil eine Gussform so zu aufwendig wäre? Für einen Satz, ja, zwei, drei, fünf Satz? Und die Qualität ist halt bei einem Schmiede einfach was immer besser. Ist immer besser, genau. Ist einfach ein ganz anderes Material als ein gegossenes Rad. Genau, das ist dann ein Deckel auch für die... Alter. Für dieses Rad. Könnte aber auch so ein Achsantrieb sein, aus dem Differential. Stimmt. Ja. Ah, das sieht man jetzt auch wieder links, rechts. Genau, links, rechts. In dem Fall für das Fahrzeug
Fahrzeug vier verschiedene Artikel, beziehungsweise acht Gedecke. Du hast ein Vorderachsrad links, ein Vorderachsrad rechts, ein Hinterachsrad links, ein Hinterachsrad rechts und nochmal vier Deckel jeweils natürlich auch in der Richtung. Beziehungsweise, nee, die Deckel sind links, rechts dann gleich, also du hast quasi sechs verschiedene Varianten. Ja. Also schon Wahnsinn. Rund, kurz, was bietet ihr alles an, Lackiererei? Was geht alles? Also klar, normale Lacke, dann Lasur? Eigentlich fast alles. Also wir haben uns schon ein bisschen festgelegt jetzt auf gewisse Standardfarben, die sind so an der Zahl 10, 12 Standardfarben. Da ist dann Gold dabei als Standardfarbe, Anthrazit, Bronze, dunkles Bronze, ein helles Bronze, Champagner, schwarz matt, schwarz glänzend, natürlich Silber oder andersrum. Jede Farbe geht eigentlich matt oder glänzend, das spielt keine Rolle. Das sind dann unsere Standardfarben, die kann dann im Prinzip jeder auf jedem Rad haben. Und wenn man dann aber auch so eine Sonderfarbe haben will, das geht im Prinzip auch. Das machen wir dann in der eigenen Lackiererei da vorne. Das ist im Prinzip eine Autolackierkabine. Da wird das dann gemacht für so Fahrzeuglacke. Das heißt, das ist wenig geworden. Das heißt, ich kann auch sagen, ich will meine Wagenfarbe, die Felgen haben. Und genau, machen wir auch, aber seltener. Ist und mittlerweile nicht mehr so. Das, was wir jetzt hier gleich sehen, ist eine richtige Lackierstraße. Genau, eine richtige Lackierstraße. Einmal Nasslack und Pulverlack. Das ist einmal, oder wir fangen nochmal an. Also es geht los mit der Vorbehandlungsanlage. Also hier haben wir dann im Prinzip die Vorbehandlung. Da werden die Räder auf die Gehänge gestellt, werden durchgefahren und werden dann gebeizt mit einer speziellen Beize unter Temperatur, gereinigt quasi, abgespült und dann hinten wieder rum in den Haftwassertrockner getrocknet und getempert. Und dann kommen die wieder trocken hier raus. Aber das hier geht's los. Aber da muss man ja ganz ehrlich sagen, das ist ja ein bisschen mehr als eine normale Lackiererei eigentlich. Das ist ja schon richtig. Das ist halt im Prinzip, ich sag mal, in der kleineren Form Industrie. Ja. Oder Erstausrüstungsstandard. Weil wenn ich jetzt meine Räder zum Lackierer bringe, oder lackiert die halt einfach. Genau, ja. Die werden irgendwie geschliffen. Nee, das ist schon richtig so, wie es auch die ganz Großen machen, die auch ich sag mal, Serienräder produzieren, nur halt in einer ich sag mal, kleineren, einfacheren Form. Die haben halt dann nochmal 10 Zonen mehr als wir, aber im Prinzip ist das ausreichend für das, was wir tun. Ja, und dann werden die, wie gesagt, hier gewaschen, raus, kommen sie getrocknet hier auf die Anlage und wird dann... Geil, so Hälfte, Hälfte. Ich fand die Kombination, finde ich, immer cool. Glanz gedreht. Und Silber, gell? Und Silber, ja. Ja, ja, sehr geil. Weil man kennt das ja sonst immer nur hochglanzpoliert und Silber, aber so das glänzgedrehte Silber finde ich auch krass. Sehr gut, ja. Das ist so klassisch und neu. Genau. Also, wie gesagt, hier gewaschen, kommen die Räder dann auf die Anlage. Mit der Hebebühne ist da drin, dass man das Rad von allen Seiten machen kann. Das sieht man hier ganz gut jetzt. Hallo. Und Oberfläche hin, beziehungsweise eine gleichbleibende Schichtstärke, weil normal machen das ja Butter. Marley, weißt du nicht, dass wir schuld sind, wenn die Felgen gleich dreckig sind? Ja, ja, das ist eigentlich nicht gut aufzumachen, aber das wäre schade um die Felge, deswegen war lieber schnell dazu. Okay, das heißt, hier ist schon ein bisschen Gehirnschmalz in die Produktion so reingegangen. Ja, du hast ja vorher anders gemacht und dann wusstest du, was du willst. Aber wie lange steht die Lackierstraße schon? Also mittlerweile auch schon wieder 7 Jahre irgendwo. Ja? Das ist schon die Zeit rennt, das ist brutal. Krass. Okay, und am Ende kommt Rad einfach fertig daraus. Genau, so wie es jetzt hier siehst, dann Champagner ist das Gussfeld in dem Fall poliert, also glanzgedreht. Den Schritt hatten wir vorhin nicht erwähnt. Die geht ja nach dem Lackieren dann wieder rüber in die CNC. Dann wird hier das Bett überdreht, glanzgedreht. Und dann geht es wieder zurück in die Lackiererei und wird dann mit Acrylklarpulver quasi nochmal komplett beschichtet. Ah, okay, das heißt erst lackiert, dann abdrehen. Da braucht man gar nichts abkleben und so weiter. Nee, und dann hier, da abgedreht wegen die Nut da in dem Rad, dass du eine saubere Kante hast und dann kommt der Acrylklar. Gibt es fürs Lackieren auch irgendwelche Anforderungen TÜV-technisch, irgendwie in Bezug auf Korrosion oder? Ja, auf jeden Fall. Ist jetzt nicht so, dass du hier einfach sagen kannst, nee, heute lackieren wir mal dünner oder morgen lackieren wir mal dicker? Nee, also sollte schon generell gleichbleibende Qualität ja immer sein, bei allem, ob es eine Produktion ist oder Lackierung ist und Schichtstärken und so, das ist zwar jetzt nicht vorgeschrieben, dass man sagt, die muss so und so sein, aber im Prinzip legt man schon an einem Rad fest, also wenn man eine Radbeschreibung macht zu dem Rad, wie ist der Aufbau und wie ist die Schichtstärke. Und das ist ja auch, zu dick ist auch schlecht, Steinschläge etc. Wenn du eine dicke Schicht drauf hast und du kriegst einen Steinschlag, platzt dir es weg. Aber der Korrosionsschutz
oder der, die Korrosion an sich, der Test wird schon gemacht. Also du musst einen Test nachweisen, um auch TÜV-Gutachten an, oder wenn du TÜV-Gutachten machst, das brauchst du schon. Also ich hätte niemals gedacht, dass alleine die Lackiererei hier so groß ist. Ja, das ist schon sehr aufwendig. Ich sag mal, wenn wir jetzt, das ist ja eigentlich unser Ziel, auch mit Schmiederäder weiter ausbauen das Ganze und so ein bisschen optimieren noch und machen dann vielleicht Zweischichtbetrieb, dann haben wir eine Menge, die reicht für, ich sag mal, die Automobilindustrie im Sonderbereich plus Tuner, und dann können wir das locker abdecken hier, mitten in Deutschland. Ist ja auch wichtig. Sonderbereich heißt dann irgendein Prototypen-Auto? Genau, für die neue Fahrzeuge, also, ja, ich sag mal, Entwicklungsräder nennen wir die, Prototypenräder, da wird dann halt von den namhaften deutschen Herstellern, die fragen irgendwas an, am besten immer gestern, das muss immer schnell gehen, und durch das, was wir mittlerweile hier haben an Produkte, kann man natürlich auch sich bedienen, kann sagen, okay, wir brauchen jetzt irgendwas Spezielles für irgendwie ein neues Fahrzeug, der kommt dann 2025 und wollen entwickeln, und dann bauen wir quasi Entwicklungsräder für die, ich sag mal, Automobilindustrie. Das heißt, die Entwicklungsräder sind einfach nur größenspezifisch, Design scheißegal, muss einfach nur auf dem Auto passen. Genau, also Radlast, klar, die werden ja auch bei uns dann hier geprüft, dann Anbindung, natürlich muss, die wird vorgegeben, da gibt es auch Zeichnungen normal zu, aber das Restliche ist in der Regel egal. Oder aber es gibt auch dann, wie wir es jetzt bei dir machen, mit dem schmiedegefrästen Rad, dass das Originalrad-Design kommt, fix und fertig. Und der Kunde möchte dann genau dieses Rad als Prototypenrad haben, von 1 bis, keine Ahnung, 12-20 Stück, um dann ja, für alle möglichen Zwecke, Aerodynamiktests im Windkanal oder Design, Farben, also die brauchen halt das Originalrad, das gibt es ja noch nicht, in der Regel sind es ja in der Serie Gussräder. Ja. Das Werkzeug kommt vielleicht erst in 2 Jahren und brauchen aber jetzt schon dieses Raddesign, und dann fräsen wir quasi aus dem Block, teilweise auch nicht aus dem Blank, sondern wirklich aus dem kompletten Block, weil es keinen Blank gibt in 7,5x22, also in der Größe, die es gibt, gibt es nicht. Und dann müssen wir aus einem großen Block fräsen wir das raus, das läuft dann halt mal auch 20 Stunden ohne Probleme, und dann hast du 3 Kübel voll Späne. Aber von der Theorie her, wenn ihr ein passendes Blank da habt, haben die tatsächlich die Möglichkeit in kürzester Zeit? Idealerweise, wir haben jetzt so Fälle gehabt, da wurden dann ganz dringend Räder gebraucht, hat irgendeiner gepennt, und dann haben wir innerhalb einer Woche dann, was weiß ich, 20 Räder produziert und geliefert. Und da konnten die weitermachen. Ich meine, das ist da eine andere Nummer. Wenn da was steht, das kostet ein Vermögen, dann sind 20 Räder nichts. Ja. Ich würde sagen, wir gehen noch mal einmal ganz kurz ins Lager und dann kommen wir endlich zum Punkt, dass ich nicht so lange in die Räder lebe. Genau. Ja, hier ist Lager. Das da ist Aufzug? Das ist ein Aufzug, ja, den haben wir auch später eingebaut. Das sieht man auch hier ganz gut. Das Blaue ist irgendwann mal neu beim Neubau oder Anbau dazugekommen. Das war früher ja alles offen. Ja, hier ist Lager, also einmal Rolling-Lager. Vor allem auch das wirkt jetzt gerade gar nicht, ich sag jetzt mal so groß, weil es halt einfach rundum alles zu ist, so, ne? Ist komplett dicht. So, ne? Man sieht gar nicht, wie hoch es ist. Wenn du hier mal so hoch guckst, das ist das schon, stimmt. Und das, wenn man das mal hochrechnet, das ist schon extrem viel. Ist ja vom System wie ein Zigarettenautomat gemacht hier. Das sind immer 4 Stückweise oder 8 Stückweise gelagert, um halt satzweise lagern zu können. Aber und so ist halt das Gute, dann können wir gerade mal gucken. Das heißt, wenn jetzt einer dieses Rad hier kauft, geht aber schon. Genau, das ist online ja alles verfügbar und so weiter, der weiß genau Bescheid, dann kommt er her, scannt das ab, oder beziehungsweise er kommt her, weiß, wo der Lagerplatz ist, legt die dann drauf. Ich mache jetzt gerade mal da hinten, weil er geht schneller. Und er kann, also ein Mann kann im Prinzip hier so viel kommissionieren, so viel könnten wir niemals verkaufen, leider. So, und so kommissioniert er quasi seine Radsätze. Okay. Der Mitarbeiter. Das heißt, der läuft hier durch und packt einmal die 4 zusammen, die er braucht. Jetzt fährt es quasi hier rein und das kommt auf allen 3 Ebenen von beiden Seiten. Aufzug kommt, Rad fährt rein, hat auch eine clevere Logik hinten dran, dass er halt nicht unnötig fährt. Das andere würde jetzt hier, deswegen wartet er noch dazu fahren. Wenn es drüben kommissioniert worden wäre, fährt runter in den Versand. Die Jungs können es einpacken an der Wickelmaschine, wo wir dich irgendwann reinstecken das nächste Mal. Und da weg und verschickt. Also ach, das ist. Selbst cool. Auch hier 2008. Ja, das sieht man sehr genau. Da haben wir den Wurz festgestellt. Ja. Das war ja dann der zweite Neubau sozusagen. Also der Neubau hier. Und dann gab es ja noch einen Anbau für die Lackierung da hinten. Und vorher war ich 2002 bis 2007, 2008, sag ich mal, noch eine Straße weiter unten. Ich würde erstmal Fritz hier drauflegen und den ganzen Tag lang durch die Gegend fahren lassen. Ja. Da sieht man schon die Dimension. Ja. Schon und viel das Material. Gleiche ist hier logischerweise oben drüber auch hier? Das gleiche nochmal, genau. Das nochmal. Noch einmal, ja. Krass. Boah, krass. Das heißt, zwischendrin sieht man auch fertige Felge und es kann auch mal ein Rohling liegen. Genau. Warum es hier kein Karton ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich keiner mehr da gewesen, keine Ahnung. Aber genau, es ist sowohl als auch beides hier chaotisch eingelagert. Mhm. Wahnsinn. Genau. So sieht man auch mal, so werden die dann eingelagert und dann auch wieder rausgenommen. Also, wie gesagt, von vorne
Einlagern ist ja auch ein richtiges Thema. Also ich meine, die kommen über den Aufzug dann hier hoch und dann werden die hier eingelagert. Das dauert halt dann einen Moment, werden eingescannt und so weiter. Aber das Gute ist halt, du bist extrem schnell mit der Kommissionierung. Das heißt, wenn Bestellungen kommen bis 12, 1 Uhr und die sind da, gehen die am gleichen Tag raus. Okay, cool. Auch wichtig heute, sowas. Ja. Normalerweise wäre jetzt nach dem Lackieren der Step Biegeumlauf. Heißt oder die Festigkeitsthematik. Genau, also beziehungsweise nach Lackieren oder Tempern. Also eigentlich unlackiertes Rad. Wer behandelt, wie lackiert auf die Maschine. Ich würde allerdings vorschlagen, bevor wir das machen, gucken wir uns dann doch einmal das Ergebnis schon mal an. Mhm. Also ich würde ungern das Rad auf der Maschine da hinten sehen, weil da müssen wir das echte Rad für nehmen, beziehungsweise ein extra gefertigtes Rad dafür, sondern wir gehen uns lieber mal den fertigen Satz angucken. Okay. Ob er so aussieht wie auf dem Bild oder, ja, eigentlich oder noch geiler. Ah. Hinterachse ist eine 10x19 geworden und Vorderachse. Nee, der setzt sich immer gerne auf den Boden. Oh, aber auch leicht, ne? Ja, das hat ja 10 Kilo. Ah, ich wollte es gerade tippen. Ich wollte es gerade tippen, so vom Hochheben hätte ich jetzt auch. Ich hätte so 10,5 gesagt ungefähr, ne? Und mit Lachs könnte es jetzt tatsächlich 10,5 sein. Also wir haben lange überlegt, was wir vom Finish her machen. Hochglanz verdichten, lackieren und so weiter. Sind dann aber zum Entschluss gekommen, dass es erstmal einfach nur mit der Fräsoptik, gerade weil bei dieser Felge diese Fräsoptik auch so krass ausgeprägt ist. Weil erst hochglanzverdichtet war eigentlich schon safe, gell? Genau, eigentlich war hochglanzverdichtet safe, weil es halt einfach Porno aussieht. Ja, aber dann kam diese technische, ich sag mal, Oberfläche, das war ist schon eigentlich perfekt, gell? Und dann war es doch wieder irgendwie so, am Ende ist es ja schon mein Auto, unser Projekt und ich finde es so optisch einfach, haut mich so einfach am meisten um. Ja, Frässpuren und diese, ich sag mal, leicht gebürstete Optik ist schon super auf Silber. Wenn du sie so in der Hand hast, sieht die aus wie eine 22 Zoll. Sieht brutal groß aus. Also wirklich. Extrem groß. Aber nicht wie 19 auf jeden Fall. Ich hätte jetzt locker gesagt, das ist irgendwie 10er größer. Geil. Voll auch gut konkav geworden am Ende hier. Absolut. Jo. Da schon. Und mein Highlight ist halt definitiv diese, ich sag jetzt mal Nase, aber mit dem Gefrästen. Und dazu ja, dass die Speiche hinten auch noch dicker ist. Die ist ja dicker als vorne mit der Hinterfräsung. Das ist schon geil. Klar, am Ende muss man nochmal sagen, wir können natürlich das klassische JDM-Rad nicht neu erfinden. Das dann wäre es ja auch nicht mehr das. Das sollte ja auch in diesem Stil von etlichen Herstellern. Genau. Aber da ging es ja nicht um irgendwie kopieren oder nicht kopieren. Es ging darum, man wollte diesen Stil machen. Ja, und das ist ja im Prinzip, geht ja nur so. Sonst wäre es ja nicht mehr der Stil. Ja. Also mich haut. Ich finde auch, mit dem Logo passt, finde ich mega gut. Ja, auf. Wie, mir super. Wie Arsch auf Eimer. Ja, gefällt mir richtig gut. Vor allem auch mit dem Goldbarren drunter, klar, ist jetzt halt ein Unikat, aber ist halt auch ein Unikat. War ja auch genau dafür gemacht, ist natürlich dann ohne möglich. Ja. Wenn einer Bock hat, kann er die natürlich bei euch bestellen, genau. Kann man so bauen, genau. Auch andere Größen, theoretisch. Stelle ich mir auch extrem cool vor, Nissan GT-R, R34, Toyota Supra. Ja, absolut. So ein geiles Rad für die Autos. Absolut. Selbst zu BMW passt das Design immer ganz gut. Ja, finde ich auch, genau. Wotzny wird sich bestimmt gleich melden für seine Supra. Vor allem jetzt, wo die Hinterachse mehr Kilometer hat als die Vorderachse. Ich glaube, auf dem Auto gleich wirken die noch da mal. Da bin ich auch gespannt. Wirken die noch mal krasser. Bin gespannt. Bin ich auch mal gespannt. Alter, das ist halt auch immer deine 10er Felge, ne? Das ist halt auch. Ja, maximal halt ausgenutzt, was geht. Ist halt auch echt ein Gerät. So, also bevor wir den letzten Reifen da jetzt gleich aufziehen, muss ich erstmal kurz ein Foto machen. Wobei es ist auch eine Felge, muss ich ganz ehrlich sagen, die live krasser wirkt als auf dem Foto. Ja. Es geht ja immer so in zwei Richtungen. Entweder live, dann auf einmal auf dem Foto ultra krass. Ja, ja. Hier ist tatsächlich, ich bin gespannt, was ihr sagt, Essen Motorshow, wie eure Resonanz so zu dem Rad ist. Weil ich finde, live sieht die 10-mal krasser aus, als wenn ich jetzt hier gerade ein Foto von gemacht habe. Ja. Konkavität lässt sich immer schwer fotografieren oder ja. Mit dem Video erfassen. Das wirkt immer extremer live. So, dann natürlich Reifen, die guten Michis. Für mich einfach immer die schönste Flanke. So ein Pilotsport ist einfach immer wieder geil. 2,55, 30 und hier haben wir 35, ne? Bisschen Stretch, nicht zu viel. Aber so muss es eigentlich auch sein, wenn es funktionieren soll. Ja? Ja. Und wenn da Leistung kommt oder so, das ist schon gut so. Entweder muss ich so häufig jetzt Abarträder in der Hand gehabt haben, weil mir kommt das immer noch riesig vor. Ist auch echt groß, also es wirkt groß. Und was ich halt geil finde, ist, deswegen wollten wir es mit Absicht auch nicht verdichten oder lasieren und so weiter, so, dass man selbst hier noch jede einzelne Fräsbahn
sieht wie der kleine Fräser. Genau, das kann man, muss man nicht so schön machen, das kann man auch anders machen, aber hier ist tatsächlich die Strategie von Christian so gewählt worden, dass es so gleichmäßige Bahnen gibt beim Abzeilen und das sieht echt geil aus. Nee, auch wenn man hier jetzt so in dieses V reinguckt, ja, super, ja. Wie cool der Bereich hier so. Schon Porno. Okay. Ja, also einen noch aufziehen. Und das muss man vielleicht auch nochmal, ich meine, es ist nicht immer so, nicht, dass dann hier die Reklamationen kommen, aber das ist natürlich auch mega. Mhm. 5 Gramm. Das sieht fast aus wie ein Zierelement, als wenn es da eigentlich gar nicht, ja, drin wäre. Ja. 5 Gramm. Das ist natürlich gut, auch geschuldet dem Reifen, weil oftmals reklamieren dann irgendwelche, ja, ich habe so einen Haufen Unwucht, das ist aber dann mit Reifen, du musst dann ohne Reifen laufen lassen und du hast oftmals das Problem, Reifen macht natürlich das meiste aus und der RDK-Sensor, ja, den Reifendruckkontroller hast. Und dann kommen manchmal Reklamationen, ich habe bis 60 Gramm oder 80 Gramm, sag ich, gut, dann Reifen matchen oder einfach mal ohne Reifen laufen lassen, mit Ventil natürlich, weil ohne Ventil lässt sich schlecht montieren und dann sieht die Welt wieder anders aus. Ja, aber hier passt halt alles zusammen, gutes Produkt geschmiedet mit Michelin, das ist einfach perfekt. Und das heißt, es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie das Ganze ausgewuchtet wird. Genau, weil Wuchten ist nicht gleich Wuchten, das ist auch ein riesen Thema und wir machen das hier auf der Hunter. Das simuliert auch quasi beim Wuchten nicht nur das Auswuchten, sondern auch die Fahrbahn mit dieser Rolle. Da drückt 680 Kilo die Rolle gegen den Reifen beim Wuchten und somit misst du die Kraftschwankung von dem Reifen und dem Rad. Und das wird dir dann hier angezeigt, das sehen wir dann gleich, in Form von Newton. Mhm. Und das kannst du mit einer normalen konventionellen Wuchtmaschine mit Laser und so ja gar nicht machen, weil hier wirklich die Hardware drückt und die misst dann halt raus. Der Reifen hat harte und weiche Punkte quasi, wenn man es mal so sieht. Und das misst die Maschine und sagt dir gleich hier, was geht, was nicht geht. Unsere Einstellung ist maximal 120 Newton. Und du kannst davon ausgehen, wenn das hier drüber ist, brauchst du die Räder nicht wegschicken. Das Auto wird gefühlt, es hat nichts nur mit der Unwucht hier zu tun, das Auto ist gefühlt unruhig. Im Sitz oder irgendwo, es fährt nicht gut. Alles, was hier drüber hinausgeht. Ja, weil einfach das ganze Rad nicht richtig schön runter. Genau, auch wenn das gewuchtet ist, 0 Gramm. Das ist nicht das Thema. Es geht darum, dass gerade schwierige Fahrzeuge, die empfindlich sind, die merken jedes bisschen und klar, Zentrierung ist sehr, sehr wichtig, aber geh mal von aus, alles richtig montiert oder auch hier gespannt, die Kraftschwankung muss drunter sein. Wenn die Kraftschwankung Reifen, Rad in Kombination zu hoch ist, kriegst du das Auto nie ruhig. Ich habe hier gerade an unsere Slicks gedacht, könnte man bestimmt auch vielleicht ein bisschen Schmirgelpapier drauf machen oder so und das Pickup von den Slicks runter. Ich würde es gerne einmal in Action sehen. Ja, machen wir. Ob man da irgendwas sieht dran? Ich bin am besten auf der Wuchtmaschine immer, dass man sich das erste Mal sieht. Auch ein Riesenthema, Spannung hier an den Radschrauben und nicht mit dem Konus. Oftmals wird hier ein Konus vorne reingemacht, natürlich das Schlimmste, was geht. Das kriegst du eigentlich nie dann optimal ausgewuchtet. Sowas hier, das haben die meisten dann in den Werkstätten immer, das ist eigentlich nichts, sondern solche. Und da gibt es dann verschiedene und je nachdem, wenn das Mittelloch beim Drandrücken drückt es dann also rund, nicht konisch, auseinander, also perfekte Zentrierung wie am Fahrzeug. Das ist innen und außen dann über die Radschrauben gespannt. Dadurch ist exakt das wieder wie am Fahrzeug gegeben. Also nicht irgendwie so eine unrunde Spannung, weil das ist mit diesem Konus ist nichts. Also du könntest auf jeden Fall auch Vertriebler für Hunter werden. Ja, aber ich bin so begeistert, die hatten so viele Probleme gemacht, immer diese Kompletträder früher, bis wir die Maschine hatten. Und warum? Ja. Ja. So, und dann kann man erstmal gucken, ich weiß nicht, ob man da unten reingucken kann. Das ist das Display, was rauskommt. So, jetzt kann man hier gucken. Jetzt wird es schnell gemessen. Das ist natürlich vorbildlich. Nicht gestellt 30. Jetzt. Also das so muss immer sein. 30 Newton, das ist also gar nichts. Kraftspannung perfekt. Also Rad und Unwucht auch super. Also sieht man halt wieder, Schmiederad und Michelin ist perfekt. Das heißt, diese 30 Newton sind jetzt die Kraft, die Rolle gegenhalten muss, genau, die der die Reifen quasi immer gemessen hat. Ja, genau. Also das kann man schon sagen, dass ein Michelin-Reifen einfach ein Michelin-Reifen ist. Ist so. Ist wirklich so einfach. Ja, es gibt auch andere Kuter, aber das ist schon immer, also wirklich. Ich würde vorschlagen, wir machen Folgendes. Wir gehen nochmal einmal zurück zur Biegeumlaufmaschine und dann stecken wir die Räder drauf. Genau. Ja. Würdest du auch gerne selber nämlich tatsächlich draufstecken, so fürs Feeling. Fürs Feeling. Kannst du machen, kein Thema. Weil es gibt nichts Geiles, als diesen ersten Moment das Auto so runterlassen. Das ist halt immer so. Wenn dann noch die Leute verarschen, die Bühne immer nur so halb runter macht. So, Markus, dein neuestes Baby hier. Ja.
Spiegelumlaufprüfmaschine. Da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen. Die macht quasi den Test, wie es auch der TÜV macht. Kurzzeittest, Langzeittest. Da werden dann quasi, also hier wird festgeschraubt und das Rad wird dann halt so in die Mangel genommen, bis es halt ja, hoffentlich nicht bricht. Mhm. Es gibt den Kurzzeittest, der läuft dann 200.000 Zyklen bei einer Last von 75%. Das wird quasi umgerechnet, Radlast auf Kilonewton und die Kilonewton 75% werden in die Maschine eingegeben und dann werden 200.000 Zyklen gefordert, die muss es halten, ohne irgendwelche Anrisse. Der Langzeittest sind 1,8 Millionen Zyklen mit 50% Last. Und das sind die zwei TÜV-Szenarien, die man braucht, plus halt Impact und Abroll. Und wir machen dann auch immer eins, haben wir dann jetzt bei deinem Rad auch schon gemacht, das ist jetzt das zweite Rad, was wir prüfen. Wir prüfen, nachdem die positiv waren, die beiden Tests, nochmal bis zum Bruch, um rauszufinden, was kann das Rad denn noch mehr. Und dann haben wir eine gewisse Zyklenanzahl, 300, 400, 500, 600, 1000 und dann weißt du genau, okay, ich kann das Rad leichter bauen oder ich kann das Rad mit einer höheren Traglast verkaufen oder prüfen und dann verkaufen. 1,8 Millionen Zyklen, wie viel ist das umgerechnet auf der Straße? Also das ist eine gute Frage. Also sagt, das wird wahrscheinlich irgendwas 200.000 Kilometer sein. Nee, mehr. Noch mehr. Also ich sag mal Millionen Kilometer oder so bestimmt. Also wir haben da Reserve ohne Ende drin. Aber du brauchst ja dann eine Reserve. Du kannst ja nicht ans Limit gehen bei solchen Prüfungen. Und das Rad muss ja eigentlich, sag mal, ewig halten, theoretisch. Ja. Okay. Ja, und dann machen wir mal an. Felge ist danach aber verbogen und kaputt, oder die ist theoretisch läuft dann eigentlich ist in Ordnung. Die ist wieder genauso gerade, wie sie war, sollte sie, wenn sie nicht reißt, eigentlich in Ordnung. Aber trotzdem entwerten wir die dann, die wird dann reingebohrt und wird nicht mehr benutzt natürlich. Ja, ja. Mhm. So, dann lassen wir mal laufen. Das heißt 1,8 Millionen Zyklen, wie lange läuft das Ding? Etwa 20 Stunden. 20? Ja. 20 Stunden. 20 Stunden. Wir haben jetzt schon in ein paar Minuten 6000 Lastwechsel in 4 Minuten. Ja, ne? Aber klar, 20 Stunden ist natürlich auch, wenn das Ding 20 Stunden lang mehr so... Und wie ist das jetzt? Warum glaubt euch der TÜV jetzt, dass ihr diese Prüfung gemacht habt? Ja, wir schicken die Räder trotzdem immer noch zum TÜV. Das dient nur der Optimierung bei unserem Haus. Leichter machen und so weiter. Okay, verstehe. Was kostet so eine Maschine? Ich glaube 120.000 Euro ist der Listenpreis von Dometei. Mit allem, was man braucht. Wobei dann brauchst du noch irgendwelche Ringe und Spannmittel, die kostet noch extra. So, 19,5 Stunden später sehen wir dann hier das Ergebnis. Genau. So, hier haben wir zum Beispiel jetzt eins gemacht. Also das Rad hat gehalten, die Kurz- und Langzeitprüfung. Wir haben aber dann nochmal eins. Wir lassen das Rad laufen bis zum Bruch bei 100% Last. Und irgendwann nach einer gewissen Zyklenanzahl bricht die dann natürlich irgendwo durch oder reißt an. Das war auch hier dann der Fall an der Stelle, die man auch bei der FEM-Berechnung, und das ist jetzt genau das Spannende daran, gesehen hat. Also die Software hat uns exakt das gezeigt, was dann auch in der Realität passiert ist. Und hier haben wir jetzt nochmal ein Stück rausgefräst, weil wir gucken wollten, wie der Riss, weil wir jetzt kein Röntgengerät hier haben, wie der Riss halt exakt aussieht. Ist er durchgerissen oder nur angerissen? Sympathisch finde ich auf jeden Fall schon mal, dass man das auch rausfräst in dem Moment, wo jeder schnell mal die Flex ansetzen würde. Aber wenn man die Mittel hat, ja, gut, genau. Das heißt, man hat ganz genau diese Bereiche waren die so gelb-rot geworden sind. Genau. Und genau da ist es jetzt. Fängt es auch an, dann anzureißen. Und man sieht halt jetzt hier drin, dass da drin halt nichts gerissen ist. Also der Riss ist wirklich eigentlich nur oberflächlich erstmal da. Bei einem Gussrad wiederum, wenn das jetzt gegossen wäre, würde ich mal behaupten, wäre das garantiert durchgerissen an der Stelle. Weil es dauert dann nicht lang und dann macht es knack und dann ist es weg. Das Material vom geschmiedeten Rad ist einfach verzeichnet, ist besser einfach, wie gesagt, Dehngrenze und so weiter. Und da ist es jetzt nicht durchgerissen, angerissen. Wenn es halt weiterlaufen würde, wird es natürlich irgendwann auch durchreißen. Aber gut, lieber Reserve ein bisschen gerade, das war auch die Idee dahinter bei der Konstruktion, weil man nicht weiß, was mit dem Auto passiert. Ja, ja. Und wenn dann richtig Leistung da mal an der Hinterachse anliegt, dann wäre schon besser. Das heißt, man könnte aber theoretisch das Ganze wirklich tatsächlich nur so dick bauen, die Speiche. Man könnte da jetzt noch anfangen rauszunehmen, leichter zu machen, ja, oder wie gesagt, Radlast hoch. Geil, okay. Ich würde sagen, jetzt müssen wir die Räder draufschicken. Also, Benni, wenn ich das hier so sehe, bist du sicher, dass das ein Monster ist? Das sieht schon krass nebeneinander aus. Ne? Wenn ich mich nicht stark vermessen habe und Michelin den Reifen nicht falsch beschriftet hat, gehe ich davon aus. Das sieht wirklich aus wie 17 und 20 Grad. Ja, das Rad wirkt sehr groß, das stimmt ja. Ja. Und ja, Reifen waren auch fertig, ne? Habe ich gesehen. Dann so. Weiß ich gar nicht, wie das zustande kommen kann. Also. Oh, der Vorteil an leichten Rädern ist auch immer, man kann sie einfach draufstecken.
sogar. Das Problem halt an großen offenen Felgen ist halt, die Bremse ist halt leider immer zu klein. Ne? Das ist richtig. Da solltest du was dran ändern. Ist ja bald erst ein Motorschau. Mal gucken, was bis dahin noch so geht. Geil, sich diese Farben drin spiegeln. Mhm. Also ich muss über diese Lacknats in Titan-Regenbogen-Optik muss ich schon viel diskutieren. Muss man nicht mögen. Weiß auch noch nicht, ob sie mir bei dem Auto am Ende jetzt gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet. Auch generell natürlich ballert die Kommentare zu, wie ihr die Räder findet. Spätestens auf der Essen Motorshow werdet ihr das eh sehen und könnt mir das dann mitteilen. Aber ich finde es geil hiermit. Ich weiß nicht, irgendwie einpassend. Gut, dass hier extra mal so ein Aufkleber drauf ist bei den Dingern, nicht mit Schlagschrauber festziehen. Ja. Aber wir machen das ja vorsichtig. Hier. Geil alleine die Zentrierung da so drauf geht. Muss ich ja wirklich mal sagen. Na komm. Die sind halt echt schon lang, die Dinger, ne? So, ja, aber es ist halt. Ja. Es waren halt auch die längsten, die ich gefunden habe. Das sind ja ganz schön kurz. Bei anderen Rädern fällt das vielleicht nicht so auf, weil die tiefer drin sind, ne? Genau, wie vorne, weil vorne hast du ja das. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Auditiver. Ist sowas hier überhaupt mit TÜV? Weißt du das? Ich weiß, dass es welche mit TÜV gibt. Ob du jetzt welche mit TÜV hast, kann ich dir nicht sagen. Die hast du ja mitgebracht. Was hast du da für ein Hightech-Tool? Ich will euch mal was zeigen. Ja, dann sind das natürlich mit TÜV. Ich würde doch niemals etwas kaufen ohne TÜV. Vorteil eines maßgefertigten Rades liegt da drin, dass du dann sowas hast. Also hier ist wirklich kein Millimeter mehr Platz. Wir haben hier an Konkavität alles rausgeholt, was geht. Diese Erhöhung hier im Narbenbereich kommt nur deshalb zustande, weil wir irgendwie noch einen Deckel da reinkriegen mussten. Ah. Und ja, hier bist du wirklich jetzt quasi mit der Antriebswelle absolut plan. Der Deckel, der schließt das dann ab, den kannst du nicht mal mehr reindrücken, der liegt auf. Und ganz wichtig ist, so hat mir eben gerade schon der Kollege gezeigt, das muss unbedingt hier ausrichten. Alles. So, jetzt lassen wir runter, ein Kollege. Schon fast schade, dass es jetzt dunkel draußen ist, weil ich sage, rollend die Straße ohne runter, sieht das Ganze nochmal. Ja, solange die Straße nicht nur geradeaus geht, wird das in der Höhe nichts. Ja, das ist halt immer das krasse Sober-Serie-Höhe, ne? Ja. Das ist schon nicht schön. Jetzt denkt man so, jetzt muss er ja langsam auf dem Boden sein, ne? Was der Wahnsinn ist, wie dieses Auto 19 Zoll wegschluckt, ne? Ja. Das ist ja krass. Heftig. Also hinten finde ich auf jeden Fall perfekt. Also ich mag das eh nicht, wenn es zu weit rauskommt. So ist halt ohne Karosserie zu bearbeiten. Da sind wir wieder beim Punkt Konstruktion, wie das so hier so passt. Also das ist ja wirklich gerade so Hand zwischen. Und auch wie saftig das Rad da drin steht. Geil. Irgendwie auch so, das Auto ist jetzt gleich. Ist immer krass, was Räder ausmachen. Vorher war das noch so ein bisschen. Mit den Le Mans war es halt einfach so ein bisschen. Obwohl Japan immer noch eine klassische Limo. Ja. So ein bisschen, ne? Und jetzt ist es halt Tuning voll auf der Fresse, ne? Ist einfach so. Aber es ist doch hier noch eine angenehme TÜV-Höhe, würde ich fast sagen. Hat ja auch kein Problem mit Schleifen an der Stelle, sondern Innengrundflügel. Tja, schau, du bist zufrieden. Ich finde es brutal geil. Also ich habe lange nicht mehr über einen Satz Felgen für ein Auto so lange gerübelt wie über die. Weil irgendwie alles, was so, ich habe schon überlegt, ob man die Le Mans umschüsselt, wie auch immer. Aber so hat man definitiv einen Satz erzeugt. Also ich bin bei euch, die wirken jetzt zu verspielt, zu billig, finde ich. Die Lacknats. Ja, dafür ist es jetzt zu krass. In der Farbe, in Gold wiederum, passend zum Auto. Könnte ich mir schon wieder geil vorstellen. Mhm. Ja, oder vielleicht hinten die in einer Nummer kürzer, da gibt es ja in allen Größen. Nein, die Länge finde ich gar nicht das Problem. Achso. Also ich finde, von der Länge her finde ich passt, also gehört das so dazu, wenn sie jetzt mit Spitze wären, ne? Das wäre ein bisschen zu heavy. Aber so, was das angeht, finde ich es eigentlich. Finde ich es eigentlich geil. Ich sage, die Fahraufnahmen werden. Boah. Also, wenn das Ding rollt, so. Da bin ich gespannt. Ich bin gespannt, was ihr sagt, wie eure Gedankengänge dazu sind. Erstmal, was die Firma angeht, brutal. Ich glaube, keiner hat damit gerechnet, wenn man hier vor der Tür steht, was so dahinter ist. Und dann gehst du einen Raum weiter, da kommt noch einer. Und ganz hinten kommt dann noch eine Lackierstraße.
Also da wirklich Chapeau, mega geil. War mir eine Ehre, das Ganze zu zeigen. Räder auch mega geil. Wirklich, das Ganze so einteilig mit TÜV. Ich glaube schon, dass das zornig auf der Messe stehen wird. Und jetzt? Ja, wir freuen uns, dass wir das für dich machen durften. Und dann geht's los. Dann geht's los. Mal gucken, brauchen wir noch ein bisschen Leistung. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.